Ich spiele gegen einen gewissen Emily Chess. Bin noch Favorit hier in dieser Runde. Ein FM mit Schwarz. Müssen wir schauen, vielleicht gewinnen wir das und können dann vielleicht dann noch gegen Großmeister spielen heute. Ich muss gestehen, Semisch komme ich in letzter Zeit gar nicht drauf klar. Ich muss mir unbedingt mal was dagegen anschauen. Also zum Beispiel so eine Variante hier, ne? Also das ist auch so ein bisschen das Problem, weil Schwarz spielt im Prinzip häufig im Semisch einfach Läufer A6. Ist eigentlich ein bisschen zu früh eigentlich. Aber gut. Ich mache E5. Er wird hier nehmen wahrscheinlich und dann nur lange Rochade. D5. Gut, lange Rochade kommt jetzt aber nicht mehr in Betracht, wenn ich ehrlich bin. Und eigentlich spielt man hier nicht D5. Das Problem ist die schwarzen Felder. Dann tauscht man eigentlich den Läufer nicht ab. Sowas wie H4 ergibt, ja, er geht jetzt wieder zurück. Jetzt kann ich über Springer H5 nachdenken, ne? Springer H5, klar. Idee Springer F4, F5 hier. Jetzt haben wir eine andere Variante. Wir haben die Semisch-Variante mit E5 sofort, wo Weiß D5 spielt. Was denke ich nach Spiel F5? Ich überlege, ob Springer F4 geht. Einfach weiterentwickeln, oder? Na, jetzt rochiert er natürlich dahin. Ich weiß nicht, was ich spielen soll hier. Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann man den nehmen, ich weiß nicht. Er geht zurück, B4. Springer A4. Komm, es wird Zeit für B4 hier. Das war uns. Das Tor schlecht gespielt. Ich meine, irgendwie. Okay, der sieht interessant aus. Der hängt hier, aber ich weiß nicht, ob das von Relevanz ist. Von Bedeutung. Mein Springer auf H5 steht natürlich auch komisch. Ich greife an, komm. Soll er ruhig nehmen? A5, Läufer A6. Oder Läufer H3 ist eine Idee. Ich müsste den Turm auf die G-Linie bekommen. Okay. Interessant. Tausch meinen schlechten Springer, kann jetzt für mich nicht so schlecht sein, wenn ich ehrlich bin. Wenn er G4 spielt, H5, ne? Läufer C6 hat er immer, Turm B8, Läufer A7, oh. Ist eine Qualität, die ich hier gebe. Ich sollte wahrscheinlich A5 spielen, ist egal. Er muss jetzt nehmen. Nee, macht er gar nicht. Okay, dann ist der Qualitätsgewinn auch nicht mehr Qualitätsgewinn. Verlust. Zap, zap. Wo überlegt er? Er muss nehmen. Dann habe ich Turm F6, Turm H6 eventuell. Turm F6, Turm H6 ist eine starke Idee. Dann würde hier matt sein wahrscheinlich. Er nimmt da raus, Turm F6 deckt D6 auch und droht den. Es könnte so aussehen, als ob ich den D6 decke und er den Turm H6 nicht sieht. Was will er überhaupt machen? Turm weg, Turm A6, König F1, Schach, Läufer G1, Turm. Ich gehe rüber, was sonst? Dann habe ich das Schach hier, deswegen habe ich A5 gemacht.
Hätte G3 machen können. Ich hätte auf G2 nehmen müssen. Was mache ich denn? Den wollte ich gar nicht ziehen. Ich habe genug Zeit. Ganz ruhig. Ich habe genug Zeit. Ja, letztendlich schöner Angriff, aber ich weiß nicht.